So, liebe Community, willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms Evolved. Ja, ich habe so ein bisschen nachgeschaut, wie die Videos gut ankommen. Die neuen Videos natürlich kommen noch ein bisschen besser an. Es gibt aber viele alte Videos, die auch wieder geschaut werden, wo einer sogar liked, vom alten Kingdom Let's Play. Das letzte, das ich gemacht habe. Und von Regnum. Bei Regnum habe ich auch mal gedacht, wieder ein bisschen anzufangen. Es war nicht so oft, aber ja, dafür coole Folgen und so. Und ja, an die Stammzuschauer und meine alten Kollegen, schreibt mal, was ich da noch ein bisschen anders machen soll, anders machen kann und was euch erfreut, also was euch genau so ist es der kaputt gegangen, weil in der Luft gewesen ist, okay, was euch eben so gefällt, also das, was ich so noch einfügen soll. Oder welche Mods, schreibt mal, welche Mods ihr mögt. Vielleicht baue ich sie dann ein. Ich hoffe es einfach, dass es dann nicht Mods sind, dann die, wo halt zu viel dann Ablenkung bringen. Das ist gut gemeint, aber das hat jetzt vor allem das alte Kingdom Let's Play nicht so, ja, gefallen allen. Und ich möchte es ja, dass es vielen gefällt. So, ja, das ist die erste Morgenfolge. Es kommt jeden Tag 2 Folgen, so lange, bis einfach diese 15 bis 30 täglichen Zuschauer nicht mehr so oft schauen. Und dann geht es halt wieder ein bisschen weniger, aber ja, ich möchte vor allem ein bisschen vorwärts kommen und euch dann die Bauten zeigen, also ja, dass wir schon etwas gebaut haben halt, dass die folgenden auch ein bisschen spannender werden. Und da hat's gar nichts drin. Okay. Also, hier haben wir ein paar Bäume, die wir nicht unbedingt hier lassen müssen. Also der hier in der Mitte ist zwar schön, aber so ein bisschen zu eingegrenzt. Ich will immer wieder Hunger auffüllen. Und ich merke gerade immer wieder, dass ich ein Peaceful momentan bin, weil ich in der Nähe vom Spawn bin. Und hier nicht alles kaputt machen will. Ja, es ist schon, soll ich so einen, bringt es das überhaupt? Naja, ich baue mich mal dort hoch. Ich habe irgendwie Lust, hier etwas zu bauen. Ich will dir nicht zerstören. Ja, komm. Ja, dann nehme ich den hier. Der ist jetzt wirklich nicht von Nutzen fürs Bauen. Wieso hat das anders Holz? Das ist, haben Biome so Plenty jetzt etwas geändert, also dass sie jetzt doch anders Holz einfügen, zum Beispiel bei solchen Bäumen oder großen Bäumen? Ich hoffe es jedenfalls und ich hoffe, dass sie auch 1.7.10 weiter updaten. Also das ist einfach einer der geilsten Mods und für mich war es schon Pflicht. Für mich ist es nicht so gemoddet, wenn es nicht den Mod drin hat. Es war auch ganz viel Ablenkung, aber tolle Ablenkung, das ist wirklich. Zum Beispiel bei, was kann ich jetzt sagen? Bei Magi-Mods habe ich gemerkt, da muss man extrem viel farmen und so. Das ist mega eine Ablenkung. Finde ich richtig schade.
Weil so Mods hätten richtig Potenzial, wenn sie einfach ein bisschen leichter zum Machen sind. Und hier leckt es, tut mir leid, aber das ist wahrscheinlich wegen dem Optifine-Detail. Jetzt habe ich einen. Ja, ich habe einen. Ich brauche aber mehr, glaube ich. Könnte 4 sein, könnte aber auch 9 sein, die wir brauchen für einen Baum. Aber sie droppen, ja. Ja, dann muss ich nicht mal den Baum richtig kaputt machen, wenn ich hier drin alles aufmache. Kann ich gleich mal ein Baumhaus hier reinbauen. Ja, nein. Aber, ja, zuerst jetzt mal den Baum machen. Aber ich werde nicht hier zu aus diesem, ja, ich könnte 2 machen, aber der Platz ist zu gering. 6. Also noch 3 nehme ich. Jo. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass ich mit dem Projekt sehr viele Leute einen Spaß bereiten kann. Und jo. Hoffe, dass ich danach noch vieles besser machen kann. Weil ich merke selber, es ist halt einfach wieder schwer, so richtig reinzukommen. Ich hatte wirklich einige Zeit, keine Lust. Naja, weniger, aber ich brauchte mal eine Auszeit und ich wollte mal mich vor allem auf den Sport konzentrieren, weil jeden Tag Muskelkater zu haben, weil ich so extrem Sport mache. Und dann noch aufnehmen, es war mir zu viel. Aber das ging jetzt alles eigentlich sehr gut weg. Also ich bin einfach sehr gut wieder geübt, dass ich jetzt einfach keine Schmerzen mehr habe und dadurch auch viel besser andere Projekte machen kann. Wie zum Beispiel das Let's Play aufnehmen, Video, das einfach Video aufnehmen. Ja. So, was machen die Kanaren? Also, dann gehen wir mal da drüben hin. Den Baum möchte ich gerne auch noch mitnehmen. Wir haben zwar sehr viele Sachen hier, die einfach... ja, nicht mitnehmen müssen, haben wir noch genug Platz für zum Beispiel diese Weiden. Trauerweiden dort. Oh ja, da sind sie langsam, die More Creatures. Aber ja, ich sag dazu nicht viel, will ich nicht daneben haben. Die haben einen komischen, schlechten Sound. Oh, die will ich auch noch mitnehmen. Ein Schwert, gell? Gebt sie mir. Die Blueberries. Ah ja, die habe ich ja angepflanzt auf der anderen Seite des Flusses. Die kann ich dann hinzufügen. Schere. Dann nehme ich ein Reisebett mit. Wir können ja am Spawn immer wieder aufwachen. Oh, Erdbeere. So. Jetzt brauche ich da wieder Platz. Ja, Erdbeer möchte ich schon noch nehmen. Wir brauchen ein Adventurous Backpack. So, ja toll, ja, den nehmen wir. Den nicht. Der ist böse. Der verschwendet mir den Platz. Blackberry auch noch. Aber haben wir die nicht schon? Ja, jetzt gehen wir aber zurück dann. Ah, nicht den mit der Wabe. Da muss ich dann mal wieder kommen. Die Reuse müssen wir schauen. Wir brauchen ja Fäden. Müssen wir farmen. Wir können sowieso noch Eisen farmen. Und dann, ja, mal schauen. So, ja, ich will eigentlich nicht das Holz. Ja, die Stoffgarten brauche ich nicht. Den haben wir schon genüge.
Jo, dann gehen wir wieder zurück. Machen hier mal einen Sprint. Oh, schöne Blumen. Ja. Das sind die weißen, die habe ich. The Gooseberry. Ich will immer in die Höhlen schauen, ob ein Spawner da ist. Ich brauche doch einen Spawner. Ickt. Müssen die hier sein. Weg mit den Fliegen. Also, ja, jetzt erzähle ich euch noch, was ich so vor allem mit der Dekoration und so geplant habe. Es ist richtig viel in diesem Modpack und da kann man extrem geile Sachen machen. Und ich habe schon so richtig viel geplant, vorausgebaut, geschaut, wie es so aussieht. Und es sieht umwerfend aus. Es ist einfach cool. Jetzt fragt sich einfach, ob wir ein Texture-Pack brauchen. Wollt ihr, dass ich ein Texture-Pack reinmache? Es ist einfach die Frage, ob das Texture-Pack dann alle Mod-Sachen drin hat. Also, ja, ich spiele ungern das Spark oder das Sortex Texture-Pack mit Mod-Sachen. Alleine, also mit 1.9 oder 1.10 ist das wunderbar im Vanilla, aber nicht mit Mod-Sachen. Sie sehen schrecklich aus. Also zu detailarm und so. Und ja, das mag ich nicht so, aber wenn es ein richtig gutes Texture-Pack muss ja nicht große Auflösung sein. Dann finde ich es schon willkommen, wenn ihr es dann auch wollt. Ob es einen großen Unterschied ist, weiß ich jetzt nicht. Aber, ja. So, also alles andere gehört. Ja, vielleicht noch die Weizen. So. Ja, kommen wir wieder hier hin. Regnet es wieder die ganze Zeit. Ich glaube, das kann man hier auch einstellen, aber ich habe irgendwie das nicht an. Inventar. Regen machen wir an. Heilen sich nicht. Spielmodus sich nicht. Verzaubern. Das sind alles Cheat-Sachen. Vielleicht noch die Zeit. Nein, die Zeit ist auch cheaten. Das will ich nicht. So. Suchmodus ist erweitert, regulär gewöhnlich. Erweitert. Gewöhnen. Was ist Regex? Na, lass ich mal Regex. Highlight Two Type Tips. Die kann ich anmachen. Ist sogar nett. War das nicht schon vorher hier? Keine Ahnung. Also, wir müssen die Bären anpflanzen. So. Liebe Bären, kommt zu mir. Ich möchte euch anpflanzen. Wie pervers das. Wieso brennt denn der immer da vorne? Das klingt einfach zu pervers. So. Ja. Ich will schön sortieren. So, und die zwei hier vorne. Ja, okay. Hier müssen wir auch keine Zuckerrohr hin tun. Die wachsen irgendwie nicht. Ja, wir waren ja auch weg. Was ist denn los? Ist es wegen den HPs? Tja. Oder wegen den Pilzen. Ich muss die Pilze wegmachen. Die stinken. So. Ja. Dann. Was legen wir mal raus? Ja, wir machen eine andere Kiste. So, bald haben wir das Haus. Dann können wir schön alles einlagern. Ja, das Bett möchte ich noch machen.
So, das müssen wir jetzt nicht weiter. Wir brauchen ja, wie gesagt, Eisen. Jo. Bett. So. Und eine Spitzhacke noch. So, Dini. Gut. Machen wir mal die Sachen hier rein. Und ja, den Squisher muss ich noch verwenden. So, Dilly. Ja, sind nicht gewachsen. Natürlich nicht. Da hat's noch. Ja, wow. Na toll. Gut, dann gehen wir wieder zum Portal. Haben wir alles gemacht. Ja, das möchte ich gerne noch mitnehmen. Den will ich rein. So. Ja, hier eine Hängebrücke hin tun. Es gibt einen guten Mod dafür. Eine schöne Hängebrücke. So. Okay, okay. Kann man. Ja, das ist ein anderes Biom. Wie kann man Wasser zu Eis machen? Nur durch Schnee, gell? Das ist ein bisschen blöde. Ich hätte das irgendwie anders machen sollen, das Portal. Naja. Also. Suchen wir noch eine Höhle. Wir haben noch nicht so graben. Wegen der Hungeranzeige und so. Ja, gibt es hier auch keine Höhlen. Die sind so selten. Ja, müssen wir graben, hä? Na gut. Dann machen wir uns eine Höhle. Und zwar hier unten. Dort drüben oder hier drüben? Ja, hier drüben, oder? Hinter diesem Stein. Gleich beim Stein runter. Eine gute Idee. So. Ja, lieber nicht. Sonst haben wir wirklich keinen Inventarplatz mehr da unten. Lieber hier noch ein bisschen zumachen dann, wenn ich den Eisen hier abgebaut habe. So. Also machen wir unten Wasser hin, vorne, und hinten machen wir die Leiter hin. So, ich bin ein bisschen konzentriert, weil wenn Lava kommt, muss ich sofort switchen. Das ist immer so ein bisschen nervig. Weil ich höre es auch nicht so gut. Weil die Sound ein bisschen niedriger sind. Wegen den Tieren zum Beispiel. Von Mo Creatures. Ich hoffe, es ist noch genug laut, also dass man es noch gehört. Sollte es schon wieder ein bisschen höher stehen. Irgendwie ist es doch wieder ein bisschen leise. Jetzt sind die. Naja, ist nur der Ton, der laut ist. Ja, man muss also ein Spiel einheitliche Töne machen und nicht so unterschiedlich. Aber das sind ja meistens die Mods, die laut sind und die Geräusche im Inventar. Menü einfach. Haben wir hier Eisen gehabt? Ne, das ist einfach das Salz gewesen, was ich da gedacht habe. So, jetzt sind wir auf 15. Gut. Grünschiefer kann ich dann etwas bauen im Ödland dort. Oder irgendwo anders, wo es noch besser passt. Da bin ich immer wieder für Vorschläge.
gut. Also wenn ihr welche posten wollt, dann nehme ich sie natürlich alle an. Wenn ich es will natürlich, aber ich nehme ja das meiste an. Ich kann einfach nicht Beiträge, also Wünsche annehmen, die da irgendwie etwas ganz verändern oder so. Oder es hat vielen auch nicht gefällt. Also ihr dürft schreiben, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gern das sehen, dürft ihr natürlich rebellieren und sagen und schreiben dann. Nein, das ist nicht gut, das ist böse und so Sachen. Es ist ja nicht böse gemeint, sozusagen. Viele haben Angst, ja, meinen, ja, das ist böse irgendwie. Das ist zu laut wieder. Und ja. Aber so ist es bei YouTube langsam. Manche haben einfach die ganze Zeit irgendwas im Kopf, etwas negativ zu machen. Und manche haben zu viel Schiss. Und manche machen gar nichts. Ich habe auch längere Zeit einfach nichts geschrieben in den Kommentaren von Videos. Und jetzt mache ich es eigentlich sehr oft wieder. Bei sehr guten YouTubern. Oder einfach um ein paar Fragen zu beantworten. Einen Stein. Einen normalen Stein. Aha. Ja, das ist blöd, wenn ich kein Wassereimer mehr habe. Nun gut. Wie viel Redstone kommt noch? Hallo? Wahrscheinlich will er das Level 30 haben. Gut. Das ist eine gute Quelle für Erfahrung. Und dann sofort verzaubern. Ja, und wo sind jetzt die Eisenstücke? Oder Diamanten. Da ist Eisen. Gut, gut. So. Langsam geht der Part wieder zu Ende. Ja, ich müsste jetzt aufhören, sonst ist das Video zu lange. Ob wir dann im nächsten Part heute Abend einen Diamanten finden, oder drei am besten. Ja, bin gespannt. Auf jeden Fall freue ich mich dann wieder aufs Bauen und aufs Tiere züchten. Ja. Dann machen wir Sättel und machen Animal Bags. Yes. Also bis heute Abend. Tschüss.